Gut. Diese Ratten können jederzeit zurückkommen. Erschießt sie, damit wenigstens ein Leckerchen übrig bleibt. Ah ja. Wir haben halt unendlich Schuss jetzt hier. Aber wir müssen halt die Ratten abschießen. Über zwei oder drei Wellen. Und er sagt, wir müssen eins mindestens übrig lassen, aber wir dürfen halt keins verlieren. Warum auch immer der denn das sagt, ne? Ich weiß es nicht. Aber man darf halt keins verlieren. Na, bis jetzt läuft es noch ganz gut. Das kann sich noch ändern. Ich glaube, eins kommt noch, ne? Eine Welle. Die ist auch die schwerste, logischerweise, ne? Letzte Welle, schwerste Welle. Habe ich den jetzt getroffen? Anscheinend. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich muss doch noch den treffen, aber... Brat mir einen Storch! Kannst du aber schießen! Vielen Dank für die Hilfe! Oh mein Gott, ja, endlich! Und da ist auch sein Scheißteil wahrscheinlich wieder. Wie auch immer das so schnell wiederkommen kann. Warum habe ich das jetzt zerstört, wenn da nichts ist? Gut, alle Schwefliegen. Auf dem Steg ist nichts, da ist nichts. Okay. Na, wir haben jetzt ein Seil noch und 23 Precursor Orbs. 23? Oh, ich glaube, ich habe was vergessen oder was verpasst, oder? Ne, da sind noch Kisten. Oh, ich hasse das. Beide sind aber keine 23. Es sind noch 11, also waren es 12. Schauen wir mal. Ah, einer muss natürlich da oben noch bleiben. Zeppelin zerstört. Oder, na, was heißt zerstört? Ah, da redet der noch weiter oder habe ich das jetzt abgebrochen? Ach, egal. Sechs Stück. Ich glaube, die sind da noch. Weil da ist noch so ein kleiner Vorsprung. Wo wir gleich auch runterspringen und wieder am Anfang des Sumpfes sind. Da könnten noch sechs sein. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Aber ich glaube schon. Oder ist noch eine Kiste sogar? Ja, mit drei. Okay, dann
könnten auf dem Vorsprung könnten drei sein. Oder eine Kiste mit drei drin. Als ob. Es läuft echt gut, ne? Unfassbar, wir haben alles. Ich bin auch echt schnell. Ich weiß nicht, ob ich schneller als letztes Mal bin, aber ich bin auf jeden Fall gar nicht so langsam. So, dann gehen wir zu Kira und die macht jetzt unseren Felsen weg, denke ich mal. Toll! Die Energiezellen für die Maschine! Das sollte ausreichen, um den Felsblock zu heben. Na also, aber passt auf, wenn ihr auf das Lurker-Monster dort oben trefft. Moment! Ich bleib hier und beschütze Kira! Jack, du wirst bestimmt auch ohne mich mit dem Monster fertig. Oh, wie heldenhaft. Tja, da wollte er sich wieder drücken. Aber nix da. Ups, 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 ups. Wieso macht ihr das nicht? Scheiße. Was, wo bin ich denn jetzt gelandet? Na hier. Weil wenn man duckt und sich bewegt, dabei springt er nicht so hoch, als wenn man sich nicht duckt. Wenn man sich nicht bewegt. Was? Wenn man sich nicht duckt, ja. Wahrscheinlich, oder? So. Wo sind wir denn jetzt? Gebiet wird uns noch nicht gesagt, doch Gebirgspass. Besiege Claw, ja, ein Gegner, ein Boss-Gegner, der auch ziemlich ätzend sein kann. Kann wohlgemerkt. Ach ja, drei Phasen, glaube ich, waren das auch. Dritte ist, ja, logischerweise das schwerste. Ah, warte! Ich bin so dumm. Ach ja! So, das war ja, der letzte macht das und dadurch kommt eine Brücke, die wir denn vordringen müssen. Und ihn dann abschießen müssen. Dann wieder zurücklaufen. Das Ganze dreimal. Warum schießt der rechts? So schnell. Oh mein Gott. Er schießt halt immer einen Ticken schneller
Und jetzt die Brücke auch noch ein Ticken zerstört. Okay, letzte Phase. Und man sieht schon, wie schnell er jetzt schießt. Aber er schießt eigentlich ganz... Oh Gott, ja. Hat ganz in Ordnung geschossen, außer... das eine Mal, aber das war eigentlich auch mein Fehler. Ich musste gar nicht mehr weglaufen. Klauen schneiden. Tolle Arbeit. Den Bewohnern von Felsdorf ist ein riesiger Stein vom Herzen ge... Oh mein Gott. Tut mir leid. Shit. Das war eine richtige Crash-Musik gerade irgendwie. Ja, wir haben jetzt hier wieder... auf dem Weg zu einer Sprengkapsel am Ende des Canyons. Wenn sie die vor euch erreichen, sprengen sie den ganzen Pass in die Luft. Ihr müsst vor ihnen dort sein und die Sprengkapsel zerstören, oder alles ist aus. Also, was ich schon mal sagen kann, müssen wir das auf jeden Fall zweimal machen. Aber das zweite Mal dauert ein bisschen, bis wir das machen können. Das können wir nicht... Oh mein Gott. Gleich nochmal machen halt. Erstmal müssen wir ja vor denen da sein. Und alles einsammeln machen wir später. Können ja schon mal ein bisschen mitnehmen. Auch sehr gut geklappt. Habe ich vielleicht sogar alle Schwefliegen? Ne, eine, doch, da wäre sie. Die können wir noch holen. Habe ich wenigstens etwas geschafft? Gut gemacht! Ihr wart vor ihnen bei der Sprengkapsel. Das Labor des Roten Weisen liegt gleich da vorne. Schaltet das Teleporttor ein, damit wir zu euch kommen können. Wie gesagt, ne, wir müssen dann nochmal hin. Und es fehlt auch nur eins da und 10 da. Ja, können wir dann machen beim nächsten Mal. Jetzt sind wir beim Vulkankrater und hier haben wir gleich mal... Kamera. War das überhaupt hier? Ja. Habe ich doch gerade gezweifelt. Dann aktivieren wir mal das den Teleporter. Oh, ich
frag mich jedes Mal, ob ich noch in einem Stück aus diesen Dingern rauskomme. Heilige Jakau! Das Labor des Roten Weisen sieht ja noch schlimmer aus als das des Blauen. Tja, sieht so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Ich würde es nicht gerade einen Kampf nennen, oder Schwesterherz? Gewiss nicht. Der Rote Weise hat so schnell aufgegeben. Hat keinen Spaß gemacht. Goal! Bist du das? Bist jetzt wohl völlig übergeschnappt, was? Und Maya, hab ich dir nicht gesagt, das dunkle Echo würde euch beide verändern? Ach, nie glaubt jemand dem alten Samos. Was habt ihr beiden mit dem Blauen und dem Roten Weißen gemacht? Mach dir keine Sorgen um deine bunten Freunde, du alter Narr. Sie sind völlig sicher in unserer Zitadelle, unsere Ehrengäste. Sie sind so liebenswürdig, uns zu helfen bei einem kleinen Projekt. Du hattest Unrecht, Samos. Man kann das dunkle Echo kontrollieren. Wir haben seine Geheimnisse gelüftet und können nun die Welt nach unseren Wünschen neu gestalten. Du kannst das dunkle Echo nicht einfach so kontrollieren. Sogar die Precursor. Bis jetzt mussten wir uns mit dem bisschen Echo zufrieden geben, das wir an der Erdoberfläche finden konnten. Aber bald haben wir Zugang zu den riesigen Lagern von dunklem Echo tief unter der Erde. Nicht die Silos. Doch, die Eco-Stationen. Wir werden sie öffnen und das dunkle Echo der ganzen Welt wird uns gehören. Aber das ist unmöglich. Nur ein Precursor-Roboter. Ach, reg dich nicht so auf, Samos. Mit dir haben wir noch große Pläne. Moment mal! Das war Goal? Derselbe Goal, der mich zurückverwandeln soll? Goal ist der Kerl, der uns töten will? Ich bin erledigt. Wir sind vielleicht alle erledigt. Wenn sie die Silos öffnen, wird das dunkle Echo alles verderben und zerstören, was damit in Berührung kommt. Wir müssen einfach ihre Zitadelle erreichen, um sie aufzuhalten. Der schnellste Weg dorthin führt durch das Lavarohr am Grund dieses Kraters. Mit ein paar weiteren Energiezellen müsst ihr euch das Hitzeschild des Zoomers sicher über die Lava bringen. In Ordnung, mein Junge. Tu, was du kannst. Nimm die Flohquaste mit und sammle noch mehr Energiezellen. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Jack & Dexter Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.